Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind hier in der Bergruine und da stehen ein paar Rüstungen vor uns, die wir jetzt hoffentlich wegklatschen werden. Falls wir sie überhaupt angreifen müssen. Aber vermutlich lassen sie uns nicht einfach durch. Fällt mir nicht. Hör doch auf. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Komm, hau ihn auf den... Hau ihn doch! Hau ihn doch! In seiner Nähe habe ich nichts zu befürchten. Denn er haut ja eher in die Ferne ein, statt um sich rum. Wir haben unsere Fee verbraucht. Verdammt. Du hältst den Morgenstern. Eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Yay, wir haben eine Eisenkugel. Nice. Geile Sache. Das legen wir mal hier auf Y. Jetzt brauchen wir die Kanonen nicht mehr. Mit dieser fetten Eisenkugel. Haben wir nichts zu befürchten. Alter Schwede. Ein ordener Ziegenkäse. Schon wieder etwas zu essen. War doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Gehen wir zurück. Ich hatte als erstes gedacht, wir müssen irgendwas mit den Dingern da oben machen, dass wir uns dahin greifen müssen. Aber nö. Schau mal, wir können ja jetzt da hinten noch die Kiste holen. Das machen wir jetzt auch. So, und die blöden Viecher können nicht mal. Und Schuss. Das war nur ein kleines Kistchen, aber ist auch egal. Geld ist Geld, auch wenn wir nichts mehr aufnehmen können. Kommt denn der her? Sackratte. Kann sich noch nicht einfach von hinten anschleichen. Zurück. Zum Eingang. Mit diesen Türen wird verhindert, dass wir hier als Tier drin rumrennen. Oh, Link, hast du ihn? Was, ein Käse? Ob ihn wohl mein Mann weggeräumt hat? Hm, wo habe ich ihn nur hingetan? Verzeih, es will mir einfach nicht einfallen. Bring doch erstmal den Käse zu meinem Mann. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit ein. Ich habe einen Käse für dich. Schau mal. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da?
Oh, genau das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss ich nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Du füllst Luxussuppe in deine Flasche. Sie riecht lecker nach Käse. Hey. 8 Herzen. Können wir gleich mal machen. Weg das Ding. Ja. Wir haben noch eine. Nein, du sollst sie nicht trinken, du sollst... Ach, du Idiot. Ich muss doch nur irgendwas drücken, dass du mal aufhörst. Ja. So, dann haben wir 2. Bomben wieder auf R. Und dann laufen wir wieder zu ihr. Vielleicht weiß sie ja jetzt endlich, wo sie den Schlüssel hingelegt hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oh Link, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich Ihnen das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Sehr gut. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Er ist hier, wo das Zeichen ist. Mhm. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Ja, wir gehen einfach dahin. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht in den anderen Raum nochmal gehen, aber nee, noch nicht. Ach, keine Kanonenkugel. Krieg dich platt. Hier, fress. Oh, auch wenn er es herzieht. Geil. Schön. Geht's eigentlich da lang? Ach so, das ist doch genau der Raum, wo wir nicht rüberkamen. Jetzt schon. Schon haben wir einen Durchgang. Gehen wir einfach mal nach oben. Von hinten kann ich den ja nicht angreifen, oder? Wie weit dreht er sich? Wo ist er hin? Schlüssel. Ich geh erstmal hier rein. Okay, also brauchen wir doch eine Kugel. Na komm, ich greif doch schon. Das machen wir aber noch nicht, weil wir die Dinger dann noch nicht wegkriegen. Oder schiebt er die einfach weg? Na komm, wir probieren es einfach mal aus. Wir holen uns jetzt eine Kugel. Und probieren mal. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, werden wir gleich sehen. Dann ziehen wir hier den Hebel. Ziehe den Hebel. Und dann holen wir uns eine Kugel. Legen Sie da drauf. Und komm rüber. Wenn ich die jetzt umsonst verschieße, ne? Dann gibt's Haue. Dass wir es nicht brauchen. Ich glaube fast, dass das jetzt unnötig ist, aber da muss ich wenigstens nicht so weit laufen. Immerhin ist die Kugel dann da oben. Das ist okay.
Dieses Vieh hat nichts zu sagen. Genauso wenig wie du. Ah, okay, ich hab's verstanden. Ne Wippe. Coole Technik. Gefällt mir. Ein Schlüssel. Yes. Wir könnten hier theoretisch einfach schneller zurück. Indem wir so machen. Okay, dann können wir auf der anderen Seite raus und dann, ja, was auch immer da ist, weiß ich nicht. Ja! Ach, wir sind im Eingangsbereich. Toll. Sehr nett von dir. Ach, warte mal. Können wir uns das da gleich holen? Feuer! Gehst du mal weg? Die Rüstung ist einfach immer noch im Weg. Das kann ja nicht sein. Okay, Rubine brauchen wir nicht, aber naja, ich mach's einfach der Vollständigkeit halber. Ich lasse keinen Schatz zurück. Niemals. Denn wir könnten ja einen Stempel kriegen. So, ich schaue jetzt auch hier nochmal. Ob wir da was machen können. Sein, dass da nichts, ich da nicht rüberkomme. Nee, klappt nicht. Hab schon überlegt, mich so rüber zu kicken, aber es klappt auch nicht. Und springen wird nicht funktionieren. Hui! Egal. Wir brauchen jetzt mal die Pfeile. Und dann will ich da hoch. Uiuiuiui, das war knapp. Ach komm schon, du mistiges Mistvieh. Jedes Mal kickt er mich runter. Kann doch nicht angehen. Kriege ich die Krise? Vor allem, ich muss da ja auch noch durch. Ja, ich wollte es einfach mal probieren, ob ich vielleicht schneller da durchkomme. Ohne den Typen. Ha!
Ja. Friss und lass mich in Ruhe. Ich will die Kiste da drüben haben. Ist mein. Wie, es ist nichts Wichtiges. Oh, ein Herzteil. Geil. Zwei Stück noch. Ja, naja. Nicht so schlimm. Sind ja schon oft genug nach unten gefallen. Da macht ein weiteres Mal auch nichts. Und hui. Alles eisig. Du bist auch noch dran. Und du auch noch. War ein Geist. Ist er weg. Müssen wir nur noch treffen. Jetzt müssten wir 18 haben. Ja. Haben wir einen Schlüssel? Den haben wir nicht. Okay, wir sind in dem Raum, wo ich vorhin schon mal hingehen wollte. Ja, wir schieben den hier weg, nach unten. Und ich frage mich gerade... Kann ich den hier zerstören? Ja. Wir müssen den Block da in der Mitte kriegen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich das irgendwie schon so hinstellen, dass ich den noch nicht wegmachen muss? Eigentlich muss ich den nur nach hinten schieben. Ich hätte mir ein paar Züge ersparen können. Verdammt. Egal. Schiebe ich den dahin. Und dann darüber. Dann dahin. Dann dahin. Schiebe ich den hier hin. Ach, den hätte ich mir auch ersparen können. Mach ich so. Den auf und kann den hier drauf schieben. Bisschen anders als geplant, aber ist ja auch egal. Ist halt die untere Tür nicht mehr offen, aber ist doch vollkommen egal. Holen wir eh nicht mehr durch. Geht's hier durch die Tür, aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir bitte ein Like und einen Kommentar und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.